So, guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist wunderschönes Wetter. Es passt vielleicht zu unserem Anlass. Und zwar werden wir heute mit Franjo umziehen. Er wird heute in den Offenstall ziehen. Das ging jetzt alles etwas flotter als erwartet. Jetzt haben wir Anfang November. Eigentlich sollte er erst Mitte November umziehen. So, Frangie. Hallo, Schatz. Guten Morgen. Hallo. Na, Franjo, bist du bereit? Den großen Tag? Ja, heute ändert sich alles für dich. Aber ich glaube, dass das eine sehr gute Entscheidung ist. Und ich habe jetzt hier meine Reitsachen gepackt. Ich packe nämlich jetzt schon mal die Sachen alle. Und meine Reitsachen packe ich in mein Auto, denn die brauche ich ja noch. So, ich fange jetzt hier schon mal an, die Sachen zu packen und so ein bisschen auszusortieren nach Dingen, die ich überhaupt brauche und nicht. Also die Trense nehme ich mit, dann ein Mützchen, Fliegenhaube, natürlich die Abschwitzdecke und die Longe, falls ich doch nochmal spazieren gehen möchte, und meine zwei Gärten für so Tricktraining oder sowas. Und die weiße Schabracke, nicht die Lacke einfach noch. Ja, und den Rest muss ich mal gucken. Ich habe schon einen Teil, ganz großen Teil rübergebracht zu meinen Eltern. So, ich habe mal hier angefangen, die Sachen zu packen, die ich nicht unbedingt brauche und glaube ich lieber dann zu meinen Eltern noch mit nach Hause bringe. Dann sind wir mehr realistisch. Ein Nähzeug brauche ich nicht, Aufgabenheft brauche ich auch nicht. Frangie! Hallo! Frangie versteht schon nicht, warum ich die ganze Zeit hier rumrenne. Ohne ihn zu beachten. Ne, ist ganz komisch. Was macht die der Alte denn? Was natürlich auch niemals fehlen darf, ist dieses wunderschöne Boxenschild. Ich freue mich schon voll, das jetzt aufhängen zu können. Wahrscheinlich eher an den Schrank, aber trotzdem, weil es ist einfach so schön. Vielen Dank an Konto Bunter Boxenschilder für dieses motherfucking schöne Schild. Und das ist auch noch ziemlich stabil, denn Franjo hat da schon öfters versucht reinzubeißen, aber er hat nicht geschafft, es zu zerstören. Sentimental und so. So, die Aufgabe ist nämlich gar nicht so leicht, weil ich glaube, ich gefühlt meine Klamotten überall im Stall verteilt habe. Aber ich suche die so langsam immer mehr zusammen. Es wird. Es dauert und ich gehe echt ganz schön oft hin und her. Aber es wird. Franja hat die Transportgamaschen gesehen und ahnt schon Übles, aber es geht diesmal nicht so klügig. Wenn er wüsste, dann wird er sich bestimmt freuen. Ja, irgendwie bin ich ja so ein bisschen gespannt, wie es halt wird. Und ich habe noch ein Stäbchen Benjamin Blümchentorte. Benjamin Blümchentorte? Ja, ich habe die mitgenommen so als Abschiedstorte, aber ich finde, wir müssen eigentlich auch ein Stück essen, oder man ist schon echt lecker. Ich kann ja nicht backen, deswegen habe ich die jetzt gekauft. Seht ihr hier diesen wundervollen Kuchen? Okay, ich habe ihn versucht mit einem normalen Brotmesser zu schneiden. Das war sehr dumm, aber er ist geil, oder? Kennt ihr noch die Benjamin-Blümchentorte? Wir werden jetzt ein Stück essen. Jo. Ich hoffe, der ist aufgetaut. Werden wir jetzt sehen. Und was sagst du? Der Kuchen ist einfach der Beste. Was? Hat sie nicht gesagt? So, ich habe jetzt hier den Schlüssel ganz in Ruhe hingelegt. Der Schrank ist jetzt leer. Es ist alles verstaubt. Aber ja, jetzt heute reinzuhauen. So, mein Erzeuger ist auch da. Oh ja. Und jetzt packen wir den Hänger und es wird ernst, oder? Ja.
Komm her, Schatz. Komm, wir zeigen dir einmal die Tränke. Wir wissen, was genau das ist, alleine nichts hinbekommt. Also. Hauptsache, Manu! Benji! Komm her, mein Schatz! Komm! Ja? Ja? Schneidest du so zusammen, auf zurufen, komm! Sofort! Guck mal, Fanjo! Fanjo, guck mal! Komm mal her! Guck mal! Hier, das Wasser. Nein. Ich finde, mir hat es ganz gut gefallen. Ich glaube, das war ein Jahr. Vor allem, ich muss einmal diese Aussicht zeigen. Das sieht man gar nicht sehr gut auf der Kamera. Oh. So Leute, das war jetzt unser Umzug. Eigentlich muss ich euch auch noch den Schrank zeigen. Den zeige ich euch aber das nächste Mal. Und vor allem ist der echt groß, ist wie ein Bundeswehrspind. Und ich glaube, es gefällt Fanny echt gut. Ich schaue heute Abend nochmal bei ihm vorbei, wie es aussieht. Und ich hoffe, er versteht das mit der Tränke. Ja, aber ich glaube, das war eine gute Entscheidung, wenn ich ihn hier so rumflitzen sehe.